Hallo. Das hat mich ja schon länger gereizt, den Test mal zu testen. Deswegen habe ich mich Anfang Oktober mal auf den Weg gemacht. An einem Nachmittag. Ich dachte mir, am besten passt der Sektionsübergang 1 auf 2 in Schleswig-Holstein. Dann den Test abrocken bis nach Dubenes, nördlich des Habsburger Sees. Und von da zurück nach Hamburg. Die ganze Strecke sollten rund 350 Kilometer sein. Für die Strecke hatte ich einen Tankstopp ungefähr bei Lübeck eingeplant. Spoiler, brauchte ich nicht. Mein Ziel war herauszufinden, ob der TED seinen Namen zurecht trägt in Deutschland. Chance, Euro, Trail.